Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich war hier in der letzten Folge, bin ich mal hier in die Option gegangen, um meine Schwerter anzusehen, die ich aber derzeit nicht finde. Oder doch? Hier sind sie. Schwertsets, Pistolenschwertz, Schwertsets. Also ich habe die und spanische Rapiere habe ich noch nicht, glaube ich. Kann ich aber dann wahrscheinlich bei einem Gebrauchtwarenladen oder so kaufen. Ich frage mich jetzt noch, wieso ich immer mit Fäusten kämpfe und nicht mit Schwertern. Das muss ich auch nochmal irgendwie checken. Hier wahrscheinlich. Schwerter. Vielleicht kämpfe ich jetzt mal mit Schwertern demnächst. Weil nur mit Fäusten ist auch ein bisschen dämlich. So, ich gehe nochmal gerade auf die Map und dann lassen wir uns mal irgendwo hinlotsen. Wir sind jetzt hier so ein bisschen weit außerhalb. Wieso kann ich eigentlich... Wieso sehe ich hier dieses Areal halt nicht so wie dieses Areal? Wahrscheinlich... Warte mal, genau. Das könnte es sein. Hier habe ich nämlich einen Aussichtspunkt habe ich hier ja synchronisiert. Und um hier das zu sehen, muss ich wahrscheinlich... Irgendwo hier... Da ist einer. Da ist einer. Der ist nicht synchronisiert. Und das hier scheint eine Art Vor oder so zu sein, das nicht gerade positiv gestimmt ist auf uns. Deshalb will ich da jetzt erstmal nicht hin. Aber wir könnten hier mal hin. So. Und uns das Ding da synchronisieren. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus in dieser Shadabat. In Havanna, um genau zu sein. Deswegen, ich renne hier einfach mal querbeet. Nein. Da sind ein paar viele. Wir gehen besser über die Dächer. Komme ich hier irgendwo hoch? So. Was ist das denn? Okay. Kommt hier jemand? Kommt mal rein. Du sollst aber hoch. Hoch mit dir. Zack, zack. Zack, zack. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Wahrscheinlich da oben, ja. Okay. Auf diese Kathedrale drauf. Ach, jetzt machen wir es auch mit Schwertern. Alter, was ist denn jetzt auf einmal los hier? Noch mehr. Alter, what the fuck, ey. Boah. Aber hab ich gut gemacht, ne? Hab ich wunderbar gemacht. Okay, auf das Ding. Dann gehen wir mal da lang. Ah, da tickt sowas runter, bis sie mich sehen, oder was? Ich weiß auch, da war irgendwas angezeigt. Würde ich gerne machen, aber das ist feindliches Gebiet hier offensichtlich. Todessprung. Drücken Sie RT und A, bewegen. Todessprung, okay. Animus-Datenbank. Kathedrale von Havanna. Tja, wie kommen wir hier hoch? Hier? Kann man hier hoch? Okay. Los. Weiter, Missy. Okay, hier sind wir schon mal. Warte mal, der Aussichtspunkt ist da. Da müssen wir hier irgendwo. Innen wahrscheinlich eher weniger, was? Da sind so Nöckerl. Jawohl. Erinnert mich halt gerade ein bisschen an Brothers, A Tale of Two Sons.
Da musste man ja auch so rumklettern. Bin nur froh, dass hier keine Seile sind, wo man schwingen muss. Da macht ihr euch dran erinnern. So, kann ich jetzt synchronisieren? Nein. Ich muss da wahrscheinlich auf diesen Vorsprung. Aber seht euch das an. Seht es euch an, Havanna! Das ist es also. Ich will mal das vorsehen. Wo war denn das? Das ist da hinten wahrscheinlich. Nein, hier vorne ist es. Da ist es. Ist es schön? Man hat auch eine schöne Fernsicht und man sieht da hinten sogar Menschen rumeiern. Also das gefällt mir doch sehr. Geld werfen? Ich kann Geld hier runterwerfen. Oder was hieß das gerade? Geld werfen, warte mal. Was bringt mir das? Wahrscheinlich nichts. So, jetzt kann ich synchronisieren. Zack. Wunderbar. Und jetzt kann ich... Das habe ich... Ja, Schnellreise freigeschaltet. Havanna ist jetzt verfügbar. Jetzt ist die Frage, kann ich... Ich bin jetzt hier... Achso. Alle Symbole. Zoom. Na so. Kann ich von dem jetzt quasi hier hinreisen? Schnellreise X. Ja, geht. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns mal... Also diese Animus-Fragmente scheinen einfach nur... Das war ja jetzt hier gerade bei der Kathedrale auch irgendwelche... Ja, Karten, also so Sachen zu sein, die man halt finden muss, sehen muss. Und dann wird das halt geedit. Deswegen, ist halt die Frage, das ist aber auch die Kathedrale. Soll ich da mal hin? Hier ist auch ein Schatz. Gehen wir erstmal zu dem Schatz, der ist hier jetzt ziemlich in der Nähe. In die Richtung. Unten irgendwo, oder? Ich sehe ihn doch schon. Ah, warte mal, hier kann ich doch mich bestimmt wieder runterschmeißen, oder? Ich mich jetzt hier wieder... Warte mal. Oh Gott! Boah, es hat geklappt. Krasser Typ bin ich, ey. Dann gehen wir da jetzt wieder hoch. So. Zack, zack. Nein, nach, du doof da. Also manchmal... Hässe sind immer all, wa? Edward. Mit den scheren Händen. So, warte mal, hier... Ist er nicht hier irgendwo? Da ist er doch. Erbeuten. Zack. Okay, die hätten wir. So, jetzt will ich aber zu diesem Animus-Fragment. Das ist da... Irgendwo da oben wahrscheinlich. Gehen wir hier hoch. Hallo. Vielleicht hier genau drauf. Ja, da ist irgendwas. Zack, Fragment mal eins. Sammeln Sie einmal. Okay, ne, das sind doch nicht irgendwelche Sachen, die man also so Kartensachen, sondern wirkliche Fragmente, die man finden muss. Aber ist ja schon ein bisschen ärmlich, dass die auf der Karte angezeigt werden, oder? Oder täusche ich mich da? Oder ist das vielleicht nur in Havanna so? Weil jetzt kann ich ja einfach... In GTA musste man ja wirklich suchen, bis man blau wurde. Alter, gehen wir hier in den Sack. Müssen wir hier mal um. Guck mal, da hinten ist zum Beispiel wieder irgendwo eins. Da weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht. Och Mann, Junge! Da ist es. Ich sehe es. Geht mal weiter. Wo ist es denn jetzt? Da unten? Das helle? Vielleicht? Ja, da ist es. Okay. Gott, die Steuerung, ey. So, jetzt müssen wir mal hier hängen lassen. Hängen! Runter, zack. Haben wir. Okay, dann gehe ich mal auf die Map und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Ich würde halt mal gerne wissen,
Also das scheint mit den Missionen. Kann ich jetzt nie wieder auf 100% kommen, weil ich die eben nicht da die optionalen Ziele da von der einen Mission erfüllt habe? Ist das richtig? Falls ihr das wisst, sagt mir mal bitte Bescheid, ob das so ist. Assassinenauftrag. Ich glaube, wir schalten erstmal hier den Aussichtspunkt frei. So, gehen wir mal dahin. Ladida, ladida. Durch die Stadt. So, da kommt jetzt, ist jetzt hinter der Ecke, ist einer. Ah ne, der ist im Haus oder so. Gucken wir mal gerade schnurstracks. Da hinten kommen aber welche. Da stehen sie doch schon. Ich würde lieber wieder über die Dächer gehen, wenn ich ehrlich bin. Top! Dann gehen wir halt hier durch die Gässchen. So, da kommen auch welche entgegen. Oh, da waren auch welche. Wollen ja nicht unnötig kämpfen. Nebenaktivitäten, die Piraten retten? Welche Piraten? Hä? What? Pirates. Nur mein kalter Toter. Zack, direkt gerettet hier. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. 100 Real, vielen Dank. Kann ich dich auch anheuern? Hier, Geld werfen. Nehme es. Wie viel werfe ich dann da eigentlich immer? 10. Kann ich das auch wieder aufheben? Das erinnert mich wiederum an Arthur Spooner. King of Queens. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn dieser Aussichtspunkt? Der müsste hier sein. Da hinten irgendwo. Da! Da ist er doch. Och, guck mal, wen haben wir denn hier? Gehen wir ganz leise ran. Oh, den habe ich, glaube ich, im Stealth-Modus habe ich den erledigt, oder was? Ich trage mal lieber die Leiche ein bisschen irgendwie weg, dass der da nicht gesehen wird. Schmeiß ich hier runter, oder was? Zack. Wie komme ich wieder raus aus dem Stealth-Modus? Komme ich da wieder raus? Leute! Ich will nicht mehr in diesen Stealth-Modus. Aha, ich muss einfach schnell laufen, oder was? So, dann müssen wir jetzt mal da hoch irgendwie. Ist da unten jemand? Nein. So. Dann schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Vielleicht kann er hier hoch. Offensichtlich nicht. Doch, kann er. Generell kann er überall hoch. Unser Edward. Das ist gut. Warte mal, jetzt. Nein. Ja. So. Zack, zack. 7 Meter noch. Hast gleich geschafft. Ah, da sitzen auch wohl immer Adler, oder was? So. Ja, ich würde jetzt gerne da runter. So, synchronisieren. Schön. Ein neues Schnellreiseziel ist also verfügbar. Kann ich hier wieder runterspringen in irgendwas? Ja, da ist doch, seht doch, dann Heuhaufen. Zack! Das macht Spaß. Okay, den hätten wir auch. Da gehen wir nochmal auf die Map. So, oh ja, hier ist... Aha, das ist also irgendein ein Vor oder so. Gut, dann würde ich sagen, frage ich mich, ob wir mit der Hauptmission weiterfahren oder hier so einen Assassinenauftrag entgegennehmen. Ich glaube, das machen wir mal. Müssen wir da hin. Da hinten sind schon wieder Typen. Nicht hier durch. Nein, aber drüber. Oh. Das muss nicht sein. Sehen die mich, wenn ich da über die Mauer gehe? Oder einfach langsam vorbeigehe? Sehen die mich dann auch? Hm.
Ist halt die Frage, ne? Bin ich jetzt im Stealth-Modus? Oder wieder raus? Warte, ich will noch an denen vorbeigehen. Okay, ich scheine an denen vorbeigehen zu können. Das ist doch schon mal was. Gut zu wissen. Gut. Dann würde ich sagen, wir stellen uns hier an das Fass. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen.